Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Viva Mexiko. Wir machen einen mexikanischen Salat, den ihr, und das, liebe Leute, ist für euch, die ihr alle sagt, man braucht keinen Thermomix zum Kochen. Natürlich braucht man den nicht zum Kochen, aber es macht vieles einfacher. Dieses Gericht könnt ihr theoretisch sogar ohne Thermomix kochen. Weil wir aber ein Kanal sind, der sich eben mit diesem Thema beschäftigt, werde ich so viel wie möglich im Thermomix machen. Wir machen einen mexikanischen Reisnudelsalat. Ihr seht, ich habe hier schon ganz viele bunte Dinge aufgebaut. Und das hier, das sind diese griechischen Reisnudeln. Wenn ihr Reisnudeln normalerweise hört, dann denkt man immer so an diese asiatischen Reisnudeln. Diese hier zum Beispiel. Aber das hier sind die griechischen, die sehen auch schon so ein bisschen aus wie Reiskörner. Die koche ich jetzt einfach in unserem Thermomix. Dazu etwa 1,2 Liter Wasser in den Kessel ploddern lassen, dass möglichst wenig daneben geht. Und das Wasser bringen wir jetzt erstmal zum Kochen. Das machen wir natürlich auf der Varoma-Stufe, ganz klar. Und dauert ungefähr so 8 Minuten. Vielleicht auch ein bisschen länger. Wir werden es sehen. Bis gleich. Wie schon vermutet, waren 8 Minuten für 1,2 Liter Wasser aufzukochen etwas optimistisch. 10 bis 11 Minuten sollten es auf jeden Fall sein. Aber gut, das könnt ihr ja zu Hause. Ihr seht ja, wenn es kocht. So, nochmal 500 Gramm von diesen griechischen Reisnudeln. Und ich hoffe, ich verspreche mich nicht jetzt. Die heißen Kritaraki. Eigentlich so werden die verkauft. Die kommen hier rein, bis auf die 5, die jetzt daneben gekullert sind. Die Frage ist jetzt natürlich, wie lange kochen wir die? Auf der Packung stand so 20 Minuten. Bei uns im Forum haben die Leute gesagt, so zwischen 15 und 18 Minuten, je nach Bissfestigkeitsgrad, der gewünscht ist. Und deswegen mache ich das jetzt genau so. Ich stelle jetzt 15 Minuten ein und dann gucken wir mal, wie sie geworden sind. Was ich auch noch vergessen hätte, fast vergessen hätte, da muss natürlich noch ein bisschen Salz ins Wasser. Wir kochen die also bei 15 Minuten. Varoma-Stufe 0,5 im Linkslauf, damit da nichts geschreddert wird. Und dann schauen wir mal, wie sie geworden sind. So, 15 Minuten sind um und ich schaue mal, ob die den entsprechenden Bissfestigkeitsgrad erreicht haben. Ja, ich glaube, länger hätten sie nicht gedurft. Ich würde sogar sagen, dass da 12 Minuten reichen. Gut, Varoma ist natürlich nochmal was anderes als Kochen. Weiß ich nicht. Aber behaltet es im Auge. Es ist okay noch. Ja. Ich gieße das Ganze jetzt ab hier. Und nachdem ich die abgegossen habe, schrecke ich die mit kaltem Wasser noch ab, fülle sie anschließend in die Schüssel um, mache den Topf sauber und dann kümmern wir uns um den nächsten Arbeitsschritt. Als nächstes machen wir die übrigen Zutaten hier zum Salat. Da habe ich eine Dose Mais und eine Dose Kidneybohnen, die ich natürlich vorher abgetropft habe. Die kommen hier rein. Dann habe ich eine rote Paprika in Würfelchen geschnitten. Die kommt ebenfalls rein. Eine große Frühlingszwiebel. Die kommt dazu. Und das hier sind Cabanossi. Also ihr könnt auch so Mini-Cabanossi nehmen. Das sind 250 Gramm. Ich habe jetzt die große genommen, weil wir sie noch hatten und habe die einfach in Stücke geschnitten. Wie gesagt, man kann die auch noch kleiner schneiden. Das war's. Als nächstes machen wir die Soße und die machen wir natürlich wieder in unserem Wunderkessel. Die Soße wird relativ scharf, hoffe ich, denn ich mag scharfe Dinge. Da habe ich eine rote Chilischote, die habe ich allerdings entkernt. Die kommt jetzt in unseren Kessel und wird 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Als weitere Zutaten, oh, das müssen wir noch ein bisschen nach unten machen hier. Die weiteren Zutaten, als da wären Tomatenmark. Da nehmen wir 130 Gramm von. Wasser kommt hinzu, 200 Gramm. Dann habe ich Rotweinessig, davon 50 Gramm in die Soße. Und natürlich machen wir von unserem selbstgemachten Suppengrundstock einen guten Esslöffel hinzu. Zucker darf ebenfalls nicht fehlen. Da machen wir einen Teelöffel hinein. Dann etwas Paprika, rosenscharf, natürlich etwas Pfeffer und selbstredend auch Salz.
Das waren jetzt alle Zutaten für unsere Soße. 4 Minuten auf 80 Grad, Stufe 2, wird das Ganze erwärmt, dann nochmal püriert und dann wird gegessen. Da freue ich mich drauf. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Bis gleich. Die Soße ist erwärmt und wie ich eben schon angekündigt habe, wird die jetzt nochmal 20 Sekunden püriert auf Stufe 8. Und die warme Soße geben wir jetzt direkt hier über unseren Salat. Boah, das riecht krass gut. Bin mal gespannt, ob das ausreicht. Weil da ist ja doch schon einiges an Material drin hier, was diese Reisnudeln anbelangt. Also nichts verschwenden, kommt alles rein. Das Ganze wird dann vermengt und anschließend lässt man das etwa eine Stunde durchziehen. Obwohl unser mexikanischer Reisnudelsalat jetzt schon eine Stunde durchgezogen hat, ist er noch lauwarm. Das kann man mögen. Ich finde das nicht schlecht. Zu diesem Salat passt es wahrscheinlich auch, wenn man es nicht mag. Der darf auch 2 Stunden durchziehen. Man kann ihn natürlich auch in den Kühlschrank stellen. Dann wird er richtig kalt. Aber ich werde jetzt trotzdem mal für euch probieren, damit ihr jetzt nicht noch länger warten müsst und ich nicht noch länger warten muss, wie denn das Ganze geworden ist. Die Soße an sich, ich habe da eben mal probiert, noch so aus dem Topf so ein Restchen. Ja, hatte schon ordentlich Wumms. Aber wir gucken mal, weil der Reis oder die Reisnudeln, das ganze Zeug schluckt ja auch einiges an der Schärfe. Und es ist auch in der Tat so, es ist würzig, aber nicht unglaublich scharf. Es hat so einen leichten Chili-Nachbrand, sage ich jetzt mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, viel zu scharf. Vielleicht für die einen oder anderen Kinder zu scharf, aber sonst schmeckt das total gut. War jetzt auch, bis auf diese Reisnudel dann zu kochen, was ein bisschen länger dauert, aber sonst war das echt nur Schnippelarbeit. Müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielleicht fürs nächste Grillfest. Schöne Idee. Ja, zum Mitbringen. Mal was anderes als der klassische Nudelsalat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und guten Appetit.